Und wieder da. Ja, so schnell kann's gehen. Gut. Ja. Neue Folge, neues, ich meine, Wiederholung bzw. Fortsetzung von meinem Let's Play zu Kid Icarus. Ja, so soll es sein, genau. Während ich diese Aufnahmen mache, steht in meinem YouTube-Channel noch, dass ich eine Woche Pause mache, beziehungsweise dass ich eine kleine kreative Schaffenspause mache, um mich auf zukünftige Projekte vorzubereiten. Also der Sinn steckt eigentlich dahinter. Im Grunde genommen versuche ich jetzt in dieser Woche auch irgendwie dieses Let's Play zu Kid Icarus fertig zu machen, damit ich es dann in den nächsten Tagen und Wochen einfach häppchenweise immer so ein bisschen hochladen kann und mich dann selber so ein bisschen daran erfreuen kann, dass ich den größten Mist schon geschafft habe. Ja. Und okay. Gut. Das sieht zwar nicht so aus, aber ich habe mittlerweile einen Plan, was diesen Dungeon angeht. Dieser Plan beinhaltet, dass wir zunächst einmal zur Quelle gehen und dort vollständig aufladen und dann zum Endgegner gehen. Das Problem ist, dass wir jetzt in eine Aubergine verwandelt wurden. Das heißt, wir gehen nicht sofort direkt zum Endgegner, sondern wir gehen stattdessen erstmal in einen Heilungsraum, heilen uns von der Auberginenkrankheit und erfreuen uns daran an einem gestählten männlichen Pitkörper, der diesen Endgegner in seine Einzelteile zerlegen wird. Was angesichts der Tatsache, dass es sich bei dem Endgegner nur um eine dämliche Blase handelt, ja nicht so schwer sein sollte. So, das Einzige, was wir jetzt beachten müssen, selbst als Aubergine dürfen wir uns nicht so oft treffen lassen. Und jetzt müssen wir erstmal den Heilungsraum wieder finden. Ich glaube, der Heilungsraum war irgendwo rechts. Der müsste irgendwo rechts gewesen sein, wenn mich recht entsinne. Es hilft natürlich etwas, dass ich mir jetzt meine anderen Videos schon nochmal angeguckt habe. Aber so hundertprozentig kenne ich mich in dem Dungeon trotzdem noch nicht aus. Und wie ihr seht, ich muss natürlich vorsichtig spielen, denn je mehr Energie ich verliere, desto weniger Sinn macht es. Mist. Desto weniger Sinn macht es, direkt zum Endgegner zu gehen. Gut. Da ging es schon mal nicht weiter, also muss ich doch dann theoretisch hier hoch. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Gut. Und dann hier rechts. Sprung, genau. Wenigstens hüpfen können wir noch als Aubergine. Das klappt doch wunderbar. So. Yippie. Let me remove the eggplant curse. Ta-ta-ta-ta. Gut, wir sind wieder befreit. Das ist alles wunderbar. Jetzt können wir uns aufmachen zum Endgegner. So, ja, wie gesagt, ich mache momentan eine kleine kreative Pause. Bedeutet also, ich mache dieses Let's Play irgendwie zu Ende. Ich hoffe jedenfalls, dass ich es zu Ende machen kann. Es wäre so langsam aber sicher an der Zeit. Nebenbei teste ich übrigens gerade mein neues Headset. Und ich bin selber mal gespannt, ob die Soundaufnahmen jetzt was werden oder nicht. Es dürfte sich zumindest im Vergleich zu meinen anderen, zu den vorherigen Folgen dieses Let's Plays etwas anders anhören, glaube ich jetzt einfach mal. Aber ich hoffe, dass es nicht so viel schlechter wird. Die Sache ist, bisher habe ich meine Let's Plays immer mit einer sehr abstrusen Konstruktion aufgenommen, die ich neben mir aufgebaut habe. Und das Ganze lief über ein Mikrofon. Denn ich habe zwar noch ein älteres Headset, aber wenn man versucht, damit ein Let's Play aufzunehmen, das geht gar nicht. Das kann man sich überhaupt nicht anhören. Ja, und ich stelle mir natürlich wieder super gut an. Und deswegen war es einfach mal an der Zeit, ein neues Headset. War es für mich einfach mal an der Zeit, ein neues Headset zu kaufen. Und es ist übrigens ein sehr schmuckes Headset. Und nein, ich mache jetzt einfach mal keine Werbung. Auch wenn es vermutlich keinen großartig interessieren würde. Sagen wir mal so, es ist ein gutes Headset, ja, und es hat mich ein wenig Geld gekostet. Und vielleicht bekommt man es ja auch mit. So. Jetzt. Ich weiß den Weg leider nicht mehr hundertprozentig, aber irgendwie so war das schon richtig. Da bin ich mir jetzt einfach mal ziemlich sicher. Und jetzt. Jetzt stellen wir fest, dass ich schon wieder eigentlich die Hälfte meiner Energie verloren habe. Kann das sein? Ah, es ist so schön. Es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. Genau. Und jetzt müssten wir eigentlich, glaube ich, nur noch rechts gehen. Und dann müsste da irgendwo
der Endgegner sein. Die Blase, die gemeingefährliche, hyperaktive, ach genau, der Raum war doch mega dämlich. Wegen den, ah, perfekt, boah, ich habe heute so ein Schwein. Ich glaube, das wird ein guter Tag. Ja. Jetzt haben wir nämlich, eigentlich schon das Schwerste hinter uns gebracht. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, zum Endgegnerraum zu kommen und dem guten Freund Blase mächtig eins auszuwischen. Und ich glaube, das wird was, ja. Ich bin mir da relativ sicher. So, alles klar. Ein paar Herzchen, kann ja nicht schaden. Wenn man schon mal die Gelegenheit dazu bekommt, darauf sollten wir auch noch ein bisschen achten. Wer weiß, was ja danach kommt. So, hier können wir uns jetzt nochmal einen Trank kaufen. Das ist perfekt. Und rechts ist jetzt der Endgegner. Die Sache ist, so viel... Es fehlen nicht mehr viele Herzchen. Dann könnte ich mir noch einen zweiten Trank kaufen. Ich glaube, wir schauen uns jetzt erstmal noch woanders. Nein. Ja. Gut, das war dumm. Ich wollte sagen, wir schauen uns jetzt nochmal woanders um und sammeln nochmal die 40, 30, 33 Herzchen, die jetzt gefehlt hätten. Aber nee, das war jetzt... Das wäre jetzt mega dumm. Oh nee. Und jetzt komme ich da auch nicht mehr hoch, ne? Jetzt darf ich... Ja, ich komme da nicht mehr hoch. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich wollte doch nur gucken. Ich bin ja noch nicht mal von der Treppe runtergegangen. Also von der Leiter. Der ist alleine dann von der Leiter. Oh, boah, nee, was ich jetzt... Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder latschen. Ich krieg so viel. Okay, habe ich gesagt, es ist ein schöner Tag? Nein, es ist ein Scheißtag. Tut mir leid. So. Ja. Dann jetzt links. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Genau. Ja, toll. Jetzt könnte ich eigentlich gleich wieder zur Quelle marschieren. Das ist super. Wenn ich jetzt eh schon mal hier unten bin. Dann noch ein paar Herzchen ansammeln. Dann habe ich auch wieder die 210 zusammen für den Trank. Ja, perfekt. Ja, machen wir das Ganze doch einfach nochmal, weil es ja so spannend war. Ich glaube, ihr habt auch... Ja, toll. Nee. Erst links dann. Nee. Aha, da. Ich glaube, ihr habt... Entschuldigung, Stimme. Ich glaube, ihr habt den Weg irgendwie... Ja, ich meine, es kann ja nicht schaden, sich den Weg noch ein zweites Mal anzugucken, ne? Das ist ja toll. Warum machen die mich jetzt eigentlich immer zu einer Aubergine, wenn ich da die Leiter runterkomme? Das haben die doch vorher, beziehungsweise beim letzten Mal, irgendwie nicht gemacht. Kann das sein? Das macht jetzt irgendwie für mich keinen Sinn. Schön. Ja. Energie wieder aufladen, wieder von der Auberginenkrankheit heilen und wieder hoch. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Es tut mir leid. Mann, warum bin ich nicht gleich... Hinterher ist man immer schlauer. Bla bla bla. Hering ist ein Depp. Hering ist ein Depp. Genau, ja. So. Egal. Dann prägen wir uns halt noch ein bisschen besser den Weg ein. So, jetzt nach rechts. Ist ja alles kein Problem. Wir haben ja Zeit. Ich stehe auch nicht unter Druck oder so. Ich meine, also dieses Let's Play kann ruhig noch eine ganze Weile gehen. Und ja, dann bin ich zumindest beschäftigt. Auch wenn ich im stillen Kämmerlein schon den ein oder anderen Titel im Auge habe, den ich als nächstes Let's Playen werde. Denn ja, ihr habt richtig gehört, der Hering hat noch nicht genug von dem Kram. Ich werde höchstwahrscheinlich nach Kid Icarus noch ein weiteres, längeres Projekt machen. Und es wird mir viel Spaß bringen und euch wird es hoffentlich genauso viel Spaß bringen, mir zuzugucken. Das ist zumindest meine Hoffnung dabei. Ob das dann auch der Fall sein wird, das werden wir dann natürlich erst sehen. Aber gut, das ist ein einkalkuliertes Risiko von mir. Also, dass es euch nicht gefallen könnte, aber gut. Ganz nebenbei gemerkt, wer vielleicht auch selber noch einen Spielevorschlag hat, den ich machen könnte, sollte oder wie auch immer, der kann mir das natürlich auch gerne mal einfach so schreiben und ich werde das dann genau prüfen und mit etwas Glück werde ich dann euer persönliches Lieblingsspiel Let's Play. Ja, so in etwa könnten wir das machen.